Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von das Zurück in die Zukunft Spiel. Wir wollten ja noch rausgehen, weil da ja beschossen wurde. Die Folge mache ich auch wieder 40 Minuten lang und dann versuche ich die Tage mehr zu machen. Blutlache. Artie? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kid, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer. Okay, das habe ich vergessen, dass es so ablief. Naja. Ziel? Überzeuge Trixie, sich gegen Tennant zu wenden. Dann müssen wir wieder rein. Willkommen zurück. Genau. Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Sehr schön. Dann war das so, dann können wir jetzt das Bild hier über unseres kleben. Entschuldige, Dad. So, und jetzt reden wir mit Trixie, dass er da hängt. Trixie? Ja? Ich habe mit Kid gesprochen. Oh? Er hat mir von Artie erzählt. Oh. Es war stark, dass sie um sein Leben gebettelt haben. Und es war stark, dass Kid ihn verschont hat. Du siehst also, warum ich die Beweise loswerden will, die ich gegen Kid habe. Wenn er sich loyal zeigt, tue ich das auch. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Artie? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Artie sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kid kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Ach, tatsächlich. Was? Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kid erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen. Das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Und das hatte sie einfach da auf dem Boden liegen, oder was? Das interessiert ihn nicht. Zahlen. Tannen hat die halbe Polizei in der Tasche. Gib mir ein paar Minuten mit ihm. Ich habe so eine Ahnung, dass er kooperieren wird. Boss? Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall.
Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Mhm. Das will ich auch. Erstmal müssen wir... das habe ich ja schon. Vielleicht nur das Liedchen? Nee, sonniges Lied, trauriges Lied, geheimes Lied, lustiges Lied. Ja, trauriges Lied. Wird schon passen. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish, fancy, maybe. So, you know, dear, Danny. Danny. I'm in love with you. Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Okay. Ich glaube, ich weiß, warum du Tenne nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Diese Mengen an Alkohol sind deiner Gesundheit nicht zuträglich, weißt du? Wer bist du, meine Mutter? Eher dein zukünftiger Schwiegerenkel. Was? Ach, nichts. Ich glaube, ich weiß, warum du Tenne nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Das hat Bingo! Diese Mengen an Alkohol sind dann eher dein Zukunft. Was? Okay. Glaub mir, alles wird gut. Hör an. Warum? Hier in der Bar gibt es wohl nichts. Gut. Pass auf dich auf, Danny. Habe ich irgendwelche Sachen für ihn hier? Hier. Diese Flasche werde ich nur auf dem Kopf einer dieser Schwachköpfe zerschlagen. Nee. Es gibt nur ein paar Personen und ein oder zwei Tiere, die Interesse an Großvaters stinkender alter Pfeife haben könnten. Das ist keine von ihnen. Mhm. Was war das nochmal? Was sagt man da? Ach, das du, habe, habe, durch, durch. Aha. Naja. Das ist nicht der Moment für Wortspiele. Na gut. Setzen Sie. Warum nicht? Hm? Keine Ahnung. Ich setze alles auf Rot. Ich kann das Spiel halt nicht. Zwei. I don't care. Das ist der Text von ihrem Song. Trixie? Ja? Lernen Sie immer noch den Text von I don't care? Tja, auswendig lernen ist nicht gerade meine Stärke. Okay. Toi, toi, toi. Danke. Machen wir auch mal das hier. Danny, glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das
hilft auch nicht. Okay. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Gut. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Dann gehen wir nochmal raus hier. Oder er hier? Hey! Zieh Leinewürstchen. Na gut. Dann gehen wir nochmal zurück und schauen, was, ob wir hier was machen können. Keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Emmett, kommen Sie da runter, bevor Sie sich noch wehtun. Mich verletze? Ha, Sie sind überängstlich, Miss Strickland. Na gut. Kann ich mit ihr hier reden? Edna, was? Ah. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Sehr schön. Ja, passt schon. Ups, das wollte ich gar nicht. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Und das lassen wir das Trixie spielen, dass Danny redet. Das ergibt sogar vielleicht Sinn. Willkommen zurück. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Ups, so. Und zu Trixie. Mit dem Songtext. Hey Trixie, sieh mal da! Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. Das musst du doch merken. So, und jetzt wählen wir das aus. You should care. You should care what people think of you. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe. Aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Oh. Hey, Miss Trotter, Sie wollten mit mir sprechen? Das hat sie wieder auf den Boden gelegt. Okay. Die laufen jetzt aus dem Bild und sind weg, bestimmt. Nee. Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Raus! Callahan. Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen?
Nö. Ich weiß nicht. Normalerweise geben sich die Valentis nicht gern mit Verlierern ab. Hey, wir betteln hier nicht. Kit dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst... Doc? Aha. Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Mhm. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sehr Sie schön. Verstehen nicht, wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Nee. Sagen wir es mal. Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kid nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Mhm. Inventar. Nee. So, einsteigen. Hey, Kleiner, wie geht's? Braver Hund. Fässer? Parker muss den Fusel in der Flüsterstube beschlagnahmt haben. Verschlossen. Okay. Keine Ahnung, hier. Ah, nee, vielleicht die Pfeife. Es gibt nur ein paar Personen und ein oder zwei, die haben könnten. Okay, das hatten wir schon. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hey, Danny. Tut mir leid, Kumpel, ich kann jetzt nicht reden. Muss einen Bericht für den Chief schreiben. Okay. Das Feuerzeug. Damit die Fässer vielleicht. Nein. Nee. Das glaube ich nicht. Ja, hier. Feuer? Vielleicht später. Hm. Diese Flasche werde ich nur auf der... Okay. Igitt? Ah. Irving Kid Tennant. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar. Und damit jetzt einsteigen. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tennant und Doc bei Herbert Hoover sind, Aini. Okay, okay. Ich prüfe das mal. Ein Knopf? So, einen Moment. Ich muss mal hier eben ganz kurz einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann geht's auch direkt weiter. Drücken wir mal auf diesen Knopf. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Callahan, was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamit liegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Das kannst du dem Papst erzählen. Hey, was soll das Ganze? Parker? Tennant, sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen Sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey! Dort drüben! Oh. Achtung! Geben Sie auf, Tennant. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tennant sagt, dass es vorbei ist.
Willst du deinen Flachmann zurücktellen? Dann hol ihn dir. Oh. So. Kann ich die Flasche? Diese Flasche werde ich nur auf dem Kopf einer dieser Schwachköpfe zerschlagen. Okay. Mich tatsächlich nicht rein. Der lässt mich tatsächlich. Okay. Willst du deinen Flachmann zurücktennen? Dann hol ihn dir. Jetzt vielleicht das Feuerzeug in diesen Fässern? Na los, Kind. Wir wissen doch, wohin das führt. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine rauchen will. Apfeltonnen? Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Oh, da ist die Thompson her. Polizeiwaren? Ah ja. Da könnte ich vielleicht da rein. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. So, nochmal hier rüber. Es ist doch ganz leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist es niemals leicht. Sie sind wohl kaum an einer Karikatur von mir interessiert. Polizeiwaffe. Hey Kid, friss Blei, Schwindler. Nochmal vielleicht? Hey Hohlkopf, das ist für dich. Sehr schön. Hey, Tannen! Tu mir den Gefallen und stirb, Knappe! Hey! Braves Mädchen. Niemand legt sich mit Kid Tannen an! Dann... Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Callahan! Ja! Hey, Kid! Friss Blei, Schwindler! Na los, Kid! Irgendwo muss doch seine Munition alle sein. Dann... Leider kann ich mich... Klar! Okay. Hey, Tannen! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Schießt du etwa auf mich? Oh. Sehr schön. Und das dann mit dem Feuer. Hey Kid! Ha! Das ist keine echte Waffe! Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh Mist. Er kommt! Oh nein! Ach, und da oben ist Emmett. Ja! Nein! Da! So gut wie neu! Sieh an, Tannen? Der Sohn des Richters! Gut, Parker! Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada! Sonst ist Browns Junge dran! Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's! Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc.
Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Kein Scherz. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Sehr schön. Emmett! Oh, oh, oh. Du bist an all dem schuld, oder? Ich hätte es wissen müssen. Du siehst einfach nicht wie ein Ka... So. Niemand hält mich zum Narren, du hinterhältiger Zwerg. Ich schätze, ich bin ein Niemand. Nee. Gut. Ja, hey! Genau so. Da drück drauf! Ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, das sehr schön. Hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns an den Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Mhm. Komm, Einie. Wir suchen Doc. Der Doc muss da irgendwo sein. Danke. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tennant gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufdrucken. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Mhm. Ja, sehr merkwürdig. Grundgütiger! Was? Keine Panik! Wir haben alles unter Kontrolle! Doc?
Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Ich mache mich dann eben stumm, dann könnt ihr euch den Nachspann hier in Ruhe ansehen. Und das hier halt auch, ne? Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. Zero demerits, until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is... what happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you?